Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja, wir sind immer noch auf dem Naschkeller Ich werde Jahrmarkt mich im Handumdrehen darum kümmern. unterwegs. Muss doch mal gerade gucken. Nicht mehr lange, dann hätten wir genug Erfahrungspunkte. Gain hängt ein bisschen hinterher. Ja. Dorn hängt sowieso ein gutes Stück hinterher. Viziona ist uns sogar voraus. Imoen geht und ja, Nera hängt uns auch etwas hinterher, ist aber nicht so schlimm. Und ja, in der Baldur's Gate Enhanced Edition gibt es auch keine Levelbegrenzung, soweit ich das mitgekriegt habe. Entweder das oder die Zauber sind einfach schon so beschrieben für den zweiten Teil. Ich glaube, das kann auch eher sein. Ich glaube, es gibt noch die Levelbegrenzung, wenn ich es richtig verstanden habe. Ach, kleine Kobolde. Viele Kobolde. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Okay. Geld, 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 Geld. Edelstein. Geld. Okay. Ist schön und toll, dass ich ein Bardenlied zum Singen habe, aber wenn ich währenddessen nichts machen kann, ist es auch doof. Das will ich ein bisschen. Naja, okay. Es war halt damals so in Baldur's, im Original Baldur's Gate, dass man nicht zwei Sachen gleichzeitig machen konnte. Also auch Diebe konnten sich nicht gleichzeitig verstecken und nach Fallen suchen. Okay, die nächste Horde. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gut. Geld, Geld, Geld. Edelstein, Geld. Geld, Edelstein. Schriftrollen. Ein Schriftrollenbehälter wäre natürlich auch nicht schlecht. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gruppe hat 10 Erfahrung gewonnen. War irgendein Elite-Kobold da drunter. Haben wir überhaupt geguckt, was in der Richtung ist? Ach, Ziel nicht erreichbar. Das können wir nur von hier aus erreichen. Ihr Okay. braucht nur zu fragen. Und hier oben raus, was gibt's hier? Ach, stimmt. Können wir nicht erreichen, weil wir haben das letzte Mal. Wir haben einmal den nördlichen Kartenrand gesehen, aber da sind wir von der.
Heizabschneidertruppe angegriffen worden. Die beiden hatten wir schon. Die beiden hatten wir, glaube ich, auch schon komplett abgegrast. Nur das hier nicht. Und da den Leuchtturm. Ihr braucht nur zu fragen. Oh, hier ist auch noch ein Zelt. Wie finden wir in diesem Zelt? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Schwarzer Lotus, erweitert deinen Verstand. Solltest du bei Gelegenheit mal versuchen. Hallo, mein Freund. Das sieht ja so aus, als ob es die Leute total heim macht. Wie ihr wünscht. Lagerfeuer und Katze. Ich hab genug davon. Okay, die Truhe ist offen. Da ist aber nichts drin. Da ist Geld drin. Haben wir die Truhe schon geöffnet gehabt? Ja. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Okay. Wetter war in letzter Zeit ziemlich schlecht. Ich habe im letzten Monat 10 Stück Vieh verloren. Komisch, dass sich diese verdammten Räume plötzlich mit Viehdiebstahl die Hände schmutzig machen. Ja, das werden wahrscheinlich eher die Kobolde sein. Die fressen deine Kühe auf. Ja, hier ist das Ritterturnier. Also der Turnierplatz. So, das war's eigentlich. Ja. So, das heißt, machen wir mal kurz Pläne. Ich reise in die beiden Gebiete, um zu gucken, ob ich sie ganz fertig habe. Aber ich glaube, ich habe sie ganz fertig. Die beiden auf jeden Fall. Dann mache ich das Gebiet hier oben, weil das habe ich definitiv nicht gemacht. Da sollte es an Punkten reichen, um zum Leuchtturm zu reisen, um Safana einzusacken. Und ja, dann ist unsere Gruppe soweit so, wie ich sie eigentlich geplant hatte. Und dann können wir uns hier in der Gegend noch umsehen. Also hier die beiden, dann hier runter, hier rüber, dann hier hoch. Dass wir dann auch zur Enklave kommen. Ja, die beiden Gebiete und alles, was hier drüben ist noch. Und hier ist eh der Mantelwald, die Farm, die nach Baldur's Tor führt. Und hier geht es eh nach Ulgotsbiert.
Ja, ist ein guter Plan. Wir wissen zwar, dass sich der Typ in Beregost befindet, aber haben da so kein gutes Gefühl dabei, jetzt schon zu dem zu gehen. Also, reisen. Ja, hier waren wir. Das ist der Dryadenwasserfall, wo die Dryade und das Kind mit der Ihr Katze braucht war. nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Ja gut, hier waren wir auch. Das ist das Xwarddorf. Das heißt, hier hoch. Gucken wir uns hier um. Ihr braucht nur zu fragen. Ah Gott, Skelette. Alles wegen des lieben Geldes. So, haben die was dabei, außer Katschen und Hämmern? Nö. Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Oh, hier ist ein Ich muss mich Zombie. ausruhen. Zombie und Skelette. Oh, Bruder Turm, warum erfreuen wir unsere Ohren nicht mit einem Schwank aus alten Tagen? Ist immer ein Hochgenuss. Ach, das ist Basilus, der Verrückte. Oh, zögert nicht um meinetwillen. Ein paar von den anderen haben sich vielleicht nicht gehört. So bleibt denn friedlich, wenn ich mich auch an Zeiten erinnere, an denen ihr eher gestorben wärt, als zu schweigen. Damals wärt ihr lieber, warum erzählt ihr es ihr nicht einfach selbst? Ich kann mich nicht mehr mehr ganz so gut an die alten Zeiten erinnern. Ihr da, was hat das zu bedeuten? Wer wagt es, mich zu unterbrechen? Während ich mit meinen Angehörigen spreche. Ich mache euch einen Kopf kürzer, wenn ihr hier seid, Nein, ist es möglich? Bist du es, Mutter? Es kann keine andere sein. Du hast dich kein bisschen verändert in all den Jahren. Ihr habt mich mit jemandem verwechselt. Ich glaube, ihr solltet lieber mit mir kommen. In Berikos wird es schon Leute geben, die wissen, wie mit euch umzugehen ist. Verrücktes Monster, meine berechtigte Wut soll euch zur Strecke bringen. MGH-Sohn, es war eine lange Zeit. Wie geht es dir, mein Junge? Ja, ich bin's, deine Mutter. Ich möchte, dass du mit deinen ganzen Zombie-Dummheiten aufhörst und mit mir nach Beregost kommst. Da kann dir sicher jemand helfen. Wie geht's dir, mein Junge? Die Umstände entsprechen gut, würde ich sagen. Es war nicht einfach, aber nun habe ich den größten Teil der Familie wieder um mich versammelt. Einige schienen mich nicht sofort zu erkennen, doch ich half ihnen, ihrem Gedächtnis auf die Sprünge. Egal, Ich hab dich seit damals in der Zentilfeste nicht mehr gesehen. Den Göttern sei gedankt, dass wir da alle sicher rausgekommen sind. Aber das sind nicht die unseren. Was ist mit euren Augen? Alles Zombies. Ich bin enttäuscht von dir, mein Sohn. Das ist nicht deine Familie und es ist eine Abscheulichkeit, so etwas anzudeuten. Nehmen wir die Eins. Ja, auch wenn es eine Zeit lang beängstigend war, weil ich mich für den einzigen Überlebenden unter uns hielt. Ich dachte, ich wäre der Einzige, der. Der Einzige, ihr lügt, ihr lügt. Ihr könnt nicht Mutter sein, weil sie starb, als ich fortging, als ich. Ich lüge nicht, aber ihr belügt euch selbst. Ihr entreißt andere von ihren Liebsten, um jene zu ersetzen, die ihr vor langer Zeit verraten habt. Als ihr von zu Hause weggelaufen seid und sie den Tod überlassen habt, ihr seid ein Feigling und ein Mörder und heute werdet ihr euer Urteil erhalten. Es ist so nicht zu spät. Kehrt nach Beregos zurück und sühnt für eure Verbrechen. Nach Beregos gehen und mein Verbrechen sühnen. Ist es denn ein Verbrechen, seine Familie vereint sehen zu wollen? Ich hatte mir ein wenig Seelenruhe verschafft und der Zweck heiligt bekanntlich die Mittel. Aber dann kamt ihr dazwischen. Ich werde euch töten und meine Familie wird mir dabei helfen. Ja. Worum geht es diesmal?
Aha. Jael Kalles? Das wird... Ich hab keinen Bock zu erheben. Was wollt ihr? Was ist es diesmal? Ja?